Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Da hat das Drücken meiner Aufnahmetaste gerade was ausgelöst im Spiel. Ich hoffe, das hat jetzt nichts kaputt gemacht und die Aufnahme läuft. Ich bin die Zementente, begrüße euch bei Broken Age. Ich wollte euch eigentlich was zeigen, nämlich das hier. This is a sweet picture. Yeah, it helps me remember. Blubbeli blubbeli blub. He wasn't always a teenager. Und zwar bin ich noch ein bisschen rumgelaufen zwischen den letzten beiden Folgen und habe mal auf dem Schiff nochmal alles Mögliche angeklickt. Weil ich mir gedacht habe, der Hinweis, den Shay einem gibt beim Reparieren des Roboters, ist ja, wenn ich bloß auf dem Schiff wäre, dann könnte ich diesen Roboter reparieren. Und deswegen war ich die ganze Zeit am Suchen nach diesem Roboter-Aufklärungssymbol und habe lange, lange danach gesucht. Aber das hier sieht doch gut aus, oder? Guckt mal in den Hintergrund. Wenn er richtig hinguckt, dann seht ihr, was ich jetzt gerade abzeichne. Das sind diese drei Symbole, die man auch mit dem Hexapal hier, da ist so ein Hexapal auch abgebildet. Die drei habe ich mir jetzt abgemalt. Und dann gehen wir rüber zu Shay und gucken, ob wir die wiederherstellen können. Shay-Folge. Shay-Folge. So, lass mal gucken. Well, heck. Da stimmt gar nichts. Wir nehmen mal alle Wires ab und machen mal einen nach dem anderen. Das ist ja relativ. Achso, No, not there. So, kann ich einen Wire nur dran machen? Right terminal. Here goes nothing. Sehe ich dann nur das sowohl für einen? Das ist. I see. Die Kombination, die ich für den zweiten Anschluss brauche, aber nicht für den ersten. Hexipal. Ich hoffe, das ist für die Farben gleich. Das heißt, wir machen mal den meinetwegen erstmal dahin. Dann kommt der gelbe. Richtig, das ist jetzt der gelbe, ne? Wenn ich mich jetzt nicht irre, ist der gelbe jetzt richtig, oder? Let's try this pattern. Ja, probieren wir mal. Ja, der gelbe stimmt. Ja, alles gut. Der gelbe ist richtig, den lassen wir jetzt bitte dran. Der gelbe stimmt. So, blau kann wieder weg. Kann ich auch hier so drüber ziehen? Connecting to this terminal. Das machen wir mal. Here goes nothing. So unendlich viele Varianten kann es ja nicht geben. Sprach's und würde Lügen gestraft. Das ist ein doofes Rätsel irgendwie. Also ich meine, das ist wieder eines dieser Rätsel, die für mich so ein bisschen erzwungen wirken. Take that one back. That's more like wir verbinden jetzt von hier immer das eine zum anderen. Das ist auch nicht gut. Ja, ist ja gut, Jay. Aber es hilft mir ja nicht zu wissen, wo ich welches Kabel verbinden muss da auf dem Chip, oder? Gucken wir nochmal drauf. Gibt es da irgendeinen Tipp, welches Kabel da wie verläuft? Nee, ne? This is a sweet picture. Nee. Yeah, okay, ja. He wasn't always a teenager. Aber da ist kein Hinweis darauf, wie die Kabel verlaufen müssen, damit das so aussieht. Wir haben nur die Symbole. Okay, dann müssen wir also Trial and Error machen. Naja. So. Worth a shot. Ah, ich muss aufpassen, vielleicht sehe ich das richtige Symbol für das andere zwischendurch schon mal. Das ist es definitiv auch nicht. Es gibt ja auch relativ viele Möglichkeiten, das ist halt ein bisschen doof. Also mit den Verbindungen. Kann ich noch einen hier anschließen wieder? Ach du Scheiße. Okay, ist richtig, yeah? Genau. Ich mache jetzt alle wir machen jetzt immer dem Ausschlussverfahren nach der Reihe nach. Wir haben unten in die Mitte. Nee. What? Ich glaube, was zu verstehen. Und zwar ist jeder einzelne dieser Drähte oder dieser Drahtverbindung sozusagen ein Symbol. Wenn ich den jetzt abnehme, dann ist das erste Symbol gleich und das obere hier wird. Pass mal auf, mal sehen, ob meine Theorie stimmt. Eine der Symbole muss jetzt identisch sein, und zwar genau das Pfeilsymbol. Das brauchen wir aber nicht. Ich muss mir aber merken, der links oben hier, das ist der, den wir als zweiten für den roten brauchen. Das heißt, es ist so, dass jedes Ding ein einzelnes Farbsymbol hat, oder ein einzelnes Symbol hat, okay. Das heißt, der rote muss auf jeden Fall so irgendwie. Also dieses Teil stimmt. Ich weiß nur noch nicht, wo der Anfang vom Roten hin muss.
Aber... At least he's got more wires now. Hä? Not sure what that means. Das kann auch gar nicht stimmen, weil ich ein rotes Kabel... Achso, wahrscheinlich geht... Ja, das wurde jetzt... Ach, Schietekack. So, blau erstmal irgendwie. Gelb war so. Und rot ist dann irgendwie so. Ja, ist in Ordnung. Jetzt muss ich mich dadurch verwirren, aber ich darf nicht nur zwei nehmen, dann verschwindet das rote wieder. Das zweite Symbol bei rot stimmt. Gelb ist komplett richtig. Und das erste Symbol bei blau stimmt auch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das erste Symbol von blau das erste von rot sein muss. Das könnte eventuell sein. Dann müssten das rote und das blaue an der Stelle vom selben Kabel abgehen. Mist, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Nochmal. Ist das bei beiden dasselbe? Okay, das erste von blau stimmt. Das war das, was ich mir merken musste. Das heißt, das erste von blau, also das rote muss da auch dran. Das ist also das hier. Das heißt, rot abnehmen, so rot machen. Das ist in Ordnung. Jetzt müsste rot stimmen und wir müssen nur noch blau ändern. Korrekt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube schon, ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieses Symbol, was ich hier jetzt habe, bei, das ist auf dem einen Bild, das ist das halt von innen ausgemalt. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Okay, wir müssen nur noch eine einzige Sache anpassen, nämlich das Ende von blau. Das Ende von blau muss ein Pfeil nach oben und unten sein. Das kann eigentlich nur noch so sein. Richtig? Let's try this pattern. Ja. I see. Im Grunde genommen müsste das jetzt gehen, oder? How about this little guy? Would he help? On my ship, they were good at fixing all kinds of things, especially electronics. Incredible. Much more advanced than the units I'm used to. He's probably exactly what we need, but it looks like he needs some rewiring, and that tech is way beyond me. Okay, nochmal rüber zu Vella. Doppelrätsel, ich weiß. Nochmal aufs Kabel geguckt. This is a sweet picture. Yeah, it helps me remember. Okay. He wasn't always Wir haben das hier. Wir haben das hier. Wir haben nicht ganz das hier. Das Teil stimmt nicht. Das muss irgendwie ein anderes sein. Ich weiß nur noch nicht welches. Aber das kriegen wir hin. Das ist der Anfang vom roten Kabel. Das Ende vom roten Kabel stimmt, dann ist es vielleicht so. Ja, kann sein. I have a good feeling about that pattern. But I don't know why. Hey, he's alive. You're alive, little buddy. How do you feel? So glad to have you back. Haha. Ich bin so gut. Leute, ich bin so gut. Oh, der sieht so süß aus. Oh, der sieht so süß und glücklich aus. Hey, how about this little guy? I think he wants to help. Wow, look at him go. Oh, and he knows electronics. Great. He might just be the genius I was looking for. Yep, and they do windows. Juhu! Juhu! Dann fehlt uns jetzt nur noch die... It's a gyroscopic hypercam. Here it is. Your superconductive gyroscopic hypercam. Is that made of sand? Yeah, to take advantage of the superconductivity of sand. But sand isn't conductive at all. Oh, it's just so easy to tear down the creative works of others, isn't it? Well, I just... Well, it's a prototype, okay? I'll bring the real one later. Okay. Okay, dann, überlegen wir mal. Es gibt ja gar nicht mehr so viele Möglichkeiten, wie wir aus dieser supraleitfähigen Sandkamera eine richtige machen. Uns ist eigentlich relativ klar, dass wir Dingenskirchen
vergessen haben, wie man redet. So, uns ist relativ klar, dass wir aus der superleitfähigen Kamera für Curtis eine Form machen müssen. Also wir haben... wir haben das Sandding, wir brauchen daraus irgendwie eine Form. Welche Optionen haben wir? Ich gehe jetzt in aller Ruhe mit euch nochmal alle Screens ab und überlege. Da links ist nur die Schlange und die Klippe, die nicht weiterhelfen. Welche Möglichkeiten haben wir, daraus eine Form zu machen? Direkt da reinschmeißen können wir es nicht. The sand is unusually hard, but not hard enough to resist molten steel. It would just dissolve. Okay, gut, Versuch es wert. Hier hilft uns auch nichts weiter. Curtis selbst haben wir schon interviewt as much as we can. Ja, danke, reicht schon, will ich gar nicht. Wie können wir eine Form machen? Ich hatte ja gedacht, wir könnten das mit Papas Rumpfpaste noch machen, aber das war leider ein Irrtum. Oben bei dem Baum gibt's doch auch nichts mehr. Hier unten. Haben die beiden vielleicht eine Idee? This thing isn't good for much, except for representing what a superconductive gyroscopic hypercam would look like. This thing isn't good for much. Die helfen nicht. Except for representing what a superconductive gyroscopic hypercam. Vielleicht weiß der Opa was, der Opa ist cool. Ich bin schon ziemlich verzweifelt gerade, ja, das ist korrekt. This thing isn't good for much. Okay. Except for da sagt er bei allen dasselbe. Puh, wie können wir denn da eine Form draus machen? Hey, hey! Wanna buy a cupcake? Nee, aber wisst ihr vielleicht, was eine super leitfähige Hyperconductor-Dingenscam ist? Good cause. This thing isn't good for much. Except for representing what a superconductive driver... Such amazing fauna on this planet. I mean, place. They've got red frosting! Yes! Wanna trade a spoon for a cupcake? Sir! No trades! I wouldn't have done it, Spoon. Just testing. We'll be right here. Spannend, dass wir den noch haben, den Löffel. Naja. Okay, ich habe eine Idee. Es ist eine sehr, sehr merkwürdige Idee. Ich weiß auch noch nicht so ganz, wie ich es machen soll, aber... Ich habe mich sowieso schon länger eine Sache gefragt, aber da ist es jetzt der Gedankengang, den ich als langjähriger Computerspieler oder generell als langjähriger Zocker habe. Warum haben die Entwickler des Spiels folgende Sache drin gelassen? Mal eben gucken, warte mal. Ja, Shay, geh da raus, hier vorne, no, komm, hopp ran. Bin mir nicht ganz sicher, aber was Besseres fällt mir halt nicht ein. Irgendwas muss ja noch klappen. So viele Varianten gibt es nicht mehr. Warum haben die Spieldesigner dieses Ding hier drin gelassen als Item? Ich habe eine unusual rock formation on the surface. Das ist nicht Rock. It's the hardened shell of my sick, summoned from my gut by a banshee in a shredded gown. You don't say. Never seen one of those before. Schön, dass sie auch einen ganzen Satz in der deutschen Übersetzung im Untertitel komplett weglassen. Er sagt schon auch noch was, dass das ausgelöst wurde durch eine furchtbare Banshee in einem zerfledderten Kleid. Er meint natürlich Weller damit. Wenn das Ding hier aber noch anklickbar ist, dann muss das irgendeine Funktion doch noch erfüllen, denke ich mal. Kann ich... I'm just gonna put this here, okay? Tatsache. Hey, the forest isn't your dumping ground, human. Krass, hätte ich gar nicht gedacht. Okay, ich kann's auch wieder einsammeln, okay. I'm just gonna put this here, okay? Hey, the forest isn't your dumping ground, human. Okay, haben wir irgendwas aus Holz? Need anything tuned? I am in tune with nature. That is all the tuning I need. Tree. Human. Oh. So there really is a First National Tree Bank? No, I was just playing along. And I wanted to hear the joke. Later, Tree. Oh, no more jokes? Nee, gerade nicht. Okay, was Besseres fällt mir jetzt gar nicht ein. Bah, buh. Hey, do you know this girl? Oh God, that face... Memories. Oh, you're every bit as cruel as her, aren't you? The sap hardened into a perfect, albeit gross-looking, mold for a hypercam. Ja, dass das funktioniert hat, war erstaunlich. Ich habe da eigentlich gesagt nicht mit gerechnet. Es war mehr so ein Verzweiflungsakt. Ich dachte mir, Mensch, das Ding ist noch benutzbar. Vielleicht klappt's ja.
Mensch. Ja, Folge ist schon wieder zu Ende, aber ich will noch schnell jetzt Erfolg. Hier, Curtis. Hey, Curtis, do you think you could use this as a mold? Hey, this is a nice mold. What is this, a candle holder? It's a super... Because candle holders sell like crazy. I can totally use this as a mold if it's a candle holder. It's a super candle holder. Cool. Let's try it out. Hit the road, kitty. Please don't be a cat. Please don't be a cat. That's perfect. You think it conducts electricity really well? Well, not that it matters for a candle holder, but based on the metals I'm using, yes. Thanks. Yeah, you take the first one. Fair trade for this awesome mold that is gonna make me so rich. Which I only care about because it gives me the freedom to be truer to myself as an artist. Thanks, Curtis. Pleasure doing business. I mean, art with you. Geil. Kriegen wir die Katze? Well, have fun with the metal. Later, Shader. Ich will die Katze. Oh, Manno. Ja, geil. Da geht's dann in zwei Folgen so richtig zur Sache. Da haben wir das Schiff jetzt nämlich fertig mit der Bescheid. Glaub ich. Also, nächste Folge, also nicht nächste, sondern übernächste, nächste Shay-Folge, muss man ja fairerweise sagen, haben wir alles, was wir für Alex' Schiff brauchten, zusammen. Mensch, ich bin begeistert. Und ja, liebe Leute, ich bin die Zementente, bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich alles, alles Gute und sag ciao, ciao.